Was ist? Ich fürchte, wir haben im Moment einen kleinen Notfall. Ich fürchte, ich kenne niemanden, der diesen Namen trägt. Unser Herzog wurde entführt. Vielleicht wurde sie zusammen mit ihm verschleppt. Diesen Blutdorn-Bastarden würde ich das auf jeden Fall zutrauen. Wir haben ein kleines Problem mit Herzog Sebastian von Camlorn. Vielleicht könntet ihr helfen, den Herzog aus einer eher heiklen Situation zu befreien. Unsere unfähige Stadtwache hat zugelassen, dass der Herzog entführt wurde. Das ist passiert. Bitte, ihr seht aus, als wüsstet ihr, was ihr tut. Jemand mit euren Fähigkeiten könnte uns doch sicher helfen. Dieser verdammte Blutdorn-Kult. Wer weiß schon, was der Kult vorhat, jetzt wo in Camlorn Chaos herrscht und der Herzog außer Gefecht gesetzt ist. Wenigstens ist die Löwengarde endlich angekommen. Sprecht mit Leutnant Harim, wenn ihr helfen wollt. Nach dem, was ich zuletzt gehört habe, soll er in der Nähe des Leuchtturms sein. Leutnant Harim hat sich in der Nähe des Leuchtturms umgesehen. Vielleicht hat er inzwischen herausgefunden, wo die Blutdornen den Herzog gefangen halten. Warum? Seine Hoheit ist der Herzog von Camlorn. Was bleibt da noch zu sagen? Er liebt seine Untertanen und sie lieben ihn. Er wurde von Foulshoe und seinen Werwölfen aus Camlorn vertrieben. Nun regiert er aus seinem Exil in Altwelden. Nun, zumindest tat er das vor seiner Entführung. Ich könnte raten. Da der Großteil unserer Kräfte mit der Belagerung von Camlorn gebunden ist, sind wir hier deutlich unterbesetzt. Und offen gesagt ist die örtliche Wache keine Hilfe. Ohne den Herzog kann der Feind Altwelden einnehmen. Dann fallen sie unseren Truppen in Camlorn in den Rücken. Aber das ist nur geraten. Foulshoe ist ein schrecklicher Unhold. Er führt die Werwölfe an, die Camlorn angegriffen haben, und er hat die rechtmäßigen Herrscher gezwungen, ihr Heil in der Flucht zu suchen. Ich könnte raten. Gebt auf euch Acht. Hier wimmelt es nur so vor Blutdorn-Kultisten. Ich könnte einen erfahrenen Krieger gebrauchen. Es hat keinen Sinn, sich auf die örtliche Wache zu verlassen. Sie sind einfach überfordert. Der Herzog ist im Leuchtturm und wird von Blutdornen bewacht. Ich wollte erst auf Verstärkung warten, bevor ich etwas unternehme. Ihr seid aber wagemutig. Nun gut, wenn die Verstärkung eintrifft, werden wir aufpassen, dass keiner der Kultisten entwischen kann. Und wenn euer Plan nicht aufgeht, erheben wir später in der Taverne in eurem Gedenken die Becher. Wir sollten dem Herzog zusätzlichen Schutz bieten und verhindern, dass so etwas passiert. Zu schade, dass wir nicht früher hier waren. Die örtliche Wache war einfach nicht auf eine Konfrontation mit Blutdornen vorbereitet.
Ihr seht nicht wie ein Blutdorn-Kultist aus. Ich vermute, dass dies ein Rettungsversuch ist. Die Göttlichen seien gepriesen. Die Kultisten halten mich mit Hilfe dieser Fokuskristalle gefangen. Ich bin in magischen Dingen zwar nicht unbewandert, aber innerhalb dieses Schutzzaubers bin ich machtlos. Oh, endlich frei. Und jetzt schnell weg von hier. Aber da gibt es noch eine Sache. Danke, meine Freundin. Aber ich bin nicht der einzige Gefangene des Kults. Ich habe die Kultisten belauscht. Sie haben eine Gefangene, die eine Gefahr für Faulschuh, den Anführer der Werwölfe, darstellt. Sie haben vor, sie hinzurichten. Falls sie wirklich eine Gefahr für ihn ist, dann scheint es wichtig zu sein, dass wir sie retten. Sehr gut. Ich werde nach Altfelden zurückkehren. Trefft mich dort, nachdem ihr diese mysteriöse Frau gerettet habt. Seid ihr nicht ein wenig zu klein, um mich hinzurichten? Ihr könnt ja nicht einmal die Axt heben, geschweige denn all das Blut ertragen. Fantastisch. Schneidet mich los. Wir werden diese Hunde von Blutdornen töten und dann Faulschuh und seinen Werwölfen nachsetzen. Sagen wir einfach, ich habe etwas Hintergrundwissen, das euch helfen könnte, dieser räudigen Töle den Garaus zu machen. Nun befreit mich aus diesen Fesseln. Sebastian, wir haben nicht viel Zeit für... Oh, na schön, wir werden mit dem Herzog reden. Dann lasst uns gehen, wir haben keine Zeit zu verschwenden. Ich danke euch, meine Freundin. Das war eindeutig zu knapp. Wir sehen uns in Altfelden. Hier bin ich also, sicher und wohlbehalten, zurück in Altfelden. Das habe ich euch zu verdanken. Ja, und ich teile eure Bedenken über Kamlorn und Altfelden. Wir müssen uns ein für alle Mal um diese Werwölfe kümmern. Ich hoffe darauf, euch für diese Sache gewinnen zu können. Gloria vermutet, dass Faulschuss-Agenten unter uns sind. Selbst jetzt. In der Tat. Sie verstecken sich in menschlicher Gestalt. Genauso haben sie es in Kamlorn gemacht, bevor sie zuschlugen. Wir müssen sie finden und vernichten, bevor Altfelden das gleiche Schicksal erleidet wie das arme Kamlorn. Gloria sagt, man könnte dieses Amulett einsetzen, um getarnte Werwölfe aufzuspüren. Ich bin sicher, dass sie euch mehr darüber erzählen kann. Ich weiß, warum ihr hier seid. Aber woher ich das Amulett habe, diskutieren wir ein anderes Mal. Seid einfach vorsichtig. Die Werwölfe werden es nicht mögen, wenn ihre Geheimnisse enthüllt werden. Ich bin da keine Expertin. Aber Hircine ist der dädrische Fürst der Tiermenschen. Das Amulett trägt Hircines Ruf. Werwölfe können dem Ruf nicht widerstehen.
Er zwingt sie, ihre wahre Gestalt zu zeigen. Ziemlich nützlich, was? Wisst ihr denn gar nichts? Hirsine, der Schöpfer und Hüter aller Wehrkreaturen. Hirsines Ruf nun, er richtet sich an ihr wahres Wesen. Er enthüllt sie als die Bestien, die sie in Wahrheit sind. Na und? Habt ihr nicht ein paar Werwölfe aufzuspüren? Nun gut, in Ordnung. Hier kommt die finstere Wahrheit. Ich bin mit Faulchu verwandt. Er ist mein Vorfahre. Jeden Tag müssen meine Familie und ich mit der Schande über all das Grauen leben, das er in die Welt gebracht hat. Und nun ist er zurück. Deshalb jage ich Werwölfe und töte sie. Habt ihr gehört, dass König Lalorian zurückgekehrt ist? Er wird jetzt die Kriegergilde anführen. Seid auf der Hut. Der Großteil des Gesindels von Camelon hat sich auf den Docks versammelt. Willkommen auf den Docks. Ihr könnt gerne eine Kiste nehmen und euch zu uns gesellen. Es gibt ein paar grobe Gestalten auf den Docks, also seid vorsichtig. Warum habt ihr das getan? Was war das für ein seltsames Licht? Das war seltsam. Was ist da gerade passiert? Was geschieht mit mir? Ich werde an euren Knochen nagen und euer Blut trinken. Warum habt ihr das getan? Was war das für ein seltsames Licht? Helden muss fallen. Für Klaue und Zahn. Ich verstehe nicht. Wir wurden entdeckt! Angriff! Angriff! Das war seltsam. Was ist da gerade passiert? Das war seltsam. Was ist da gerade passiert? Das war seltsam. Was ist da gerade passiert? Es schmerzt! Es schmerzt! Es schmerzt! Für Faulchu! Für den Sieg!
Es brennt! Meine Haut! Sie steht in... Altfelden muss fallen! Für Klaue und Zahn! Passt auf euch auf. Einige der Flüchtlinge sehen verschlagen. Sind sie hier? Faulschuss verfluchte Nachkommen sind hier in Altfelden? Also hatte Gloria recht. Ich schätze, ich hätte es wissen müssen. Zumindest werden wir das nächste Mal besser vorbereitet sein. Anscheinend stehe ich wieder einmal in eurer Schuld. Zumindest wissen wir jetzt, womit wir es zu tun haben. In der Zwischenzeit hat Gloria etwas Wichtiges über Faulschuss Aufstieg zur Macht entdeckt. Gloria sagt, dieser Faulschuh wäre aus dem Totenreich beschworen worden. Wenn das schon einmal geschehen konnte, wie sollen wir diesen Schurken dann überhaupt aufhalten? Nun, wie dem auch sei, Gloria braucht einen lebenden Werwolf, um mehr herauszufinden. Könnt ihr einen für sie fangen? Redet mit Feldwebel Armuil. Seine Soldaten haben sich den Werwölfen in Kamlorn gestellt und eine dieser Bestien gefangen. Er kann euch beraten. Dann trefft Gloria in der Höhle im Osten, am anderen Ufer der Bucht. Dort wird sie den nötigen Ritus abhalten, um mehr darüber zu erfahren, wie man Faulschuh besiegen kann. Sobald ihr einen Werwolf gefangen habt, trefft mich in der Höhle gegenüber der Bucht. Ich hasse es, die Jagd zu verpassen, aber ich muss die Höhle für unseren widerwilligen Gast vorbereiten. Faulschuh ist vor langer, langer Zeit gestorben und nun wieder von den Toten auferstanden. Ich möchte herausfinden, wer schuld daran ist. Man kann die Geschichte eines Werwolferzeugers aus dem Blut seiner Nachkommen lesen. Deshalb müssen wir einen Werwolf fangen. Wenn das ein Scherz war, finde ich ihn nicht lustig. Geht und fangt mir einen Werwolf. Ich habe Dinge zu tun. Ich habe es satt, dieses Provinznest zu beschützen. In Kamlorn wartet Arbeit auf uns und... Oh, tut mir leid. Ich dachte, ihr seid einer meiner Soldaten. Ah, richtig. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Wir hatten in Kamlorn tatsächlich einen Werwolf gefangen. Zumindest vorübergehend. Meine Kampfmagierin Lexi hat das geschafft. Sie sollte euch helfen können. Lexi, vortreten, wenn's recht ist. Okay. Wir werden den Werwolf wie folgt fangen. Ihr bekämpft die Bestie und lenkt sie ab. In der Zwischenzeit wirke ich einen Zauber, der sie gefangen nimmt. Erledigt einfach euren Teil und überlasst mir die Magie. Ich bin eine Expertin.
Dieses Mal habe ich es wohl übertrieben. Suchen wir uns einen neuen. Jetzt brauchen wir einen neuen Werwolf. Es hat funktioniert. Bei Julianus, es hat funktioniert. Das sollte den hässlichen Köter aus. Bringt den Werwolf in die Höhle. Ich sage Feldwebel Armuil, dass es geklappt hat. Ihr habt einen gefangen. Gut. Bringt ihn in den Kreis. Ich werde eine Verbindung zwischen uns dreien herstellen. Wir werden in die Vergangenheit des Werwolfs blicken können und damit hoffentlich auch in Faulchus Vergangenheit. Die Verbindung zwischen einem Erzeuger und seinen Nachkommen ist stark. Jetzt wird der Werwolffürst Molag Baals wahre Bestimmung erfüllen. Erhebe dich, Diener! Erhebe dich von den Toten! Ich diene niemandem, Regmann! Diene oder leide, Köter. Ich habe dich an meinen Willen gebunden. Glen Umbras Zerstörung ist nun dein einziges Ziel. Heute unterwerfe ich mich euch, Angoth. Aber eines Tages werde ich euch das Herz herausreißen und es verschlingen. Leere Drohung von Molag Baals neuestem Sklaven. Komm, Faulschuh, wir haben etwas zu erledigen. Also war es Angoth. Ich wusste doch, dass ich den Gestank von etwas wirklich Bösem wahrgenommen hatte. Ihr habt es auch gesehen. Um Faulschuh ein für alle Mal aufzuhalten, müssen wir Angoth ein Ende bereiten. Eine schwere Aufgabe, aber nicht unmöglich. Wartet, der Werwolf hat anscheinend etwas zu sagen. Ihr Narren, euer Herzog wurde mit Hersines Fluch gesegnet. Er wird alles zerstören, was er liebt. Ihr habt versagt. Angoth hat euer Schicksal besiegelt. Der Herzog war infiziert? Oh, das hatte ich befürchtet. Aber ich hatte auf das Gegenteil gehofft. Ich habe ihn im Auge behalten, falls der Wandel über ihn kommt. Faulschuh war mir immer einen Schritt voraus. Dieses Versagen geht auf meine Kappe. Aber wir können das hier und jetzt lösen. Ich muss sterben. Und ihr müsst mein Blut nehmen. Wir verschwenden Zeit. Ich muss sterben, damit ihr mein Blut nehmen könnt. Sofern es rechtzeitig verabreicht wird, kann das Blut eines Meisters seine Brut heilen. Ihr wisst, dass ich eine Nachfahrin Faulschus bin. Wenn der Herzog mein Blut trinkt, wird er vom Fluch erlöst. Verdammt! Ich hoffe, dass eure noble Einstellung nicht allen anderen den Tod bringt. Nun gut.
Ich schätze, dass ich noch lange genug leben werde, um diese Sache zu Ende zu bringen. Lasst uns gehen, bevor es zu spät ist. Ich werde euch in Altfelden treffen. Tut mir leid. Ich hätte euch davon erzählen sollen. Ich dachte, ich werde schon damit fertig. Aber ich habe mich getäuscht. Ja, ich verstehe nur zu gut. Ich bitte nur um einen einzigen Gefallen. Lasst mich Abschied von meiner Frau und Tochter nehmen. Sie sind dort drin. Es wird nur einen Augenblick dauern. Danach könnt ihr tun, was getan werden muss. Oh. Ihr seid herzlos. Ich werde meine Familie nie wiedersehen. Das war unerwartet. Warum habt ihr eure Meinung geändert? Ihr seid manchmal wirklich zu weich. Nun, ich hab ihn. Glaube ich. Üblicherweise würde ich nie einen Werwolf als Haustier halten, doch in diesem Fall habt ihr vielleicht recht. Wenn wir den Herzog heilen können, wäre das sicher besser, als ihn zu töten. Ich bin sicher, dass Faulschuh Gnade als Schwäche auslegen würde. Ich sehe es allerdings eher als Charakterstärke. Wir werden diese Stärke in den vor uns liegenden Tagen brauchen. Faulschuh wurde schon einmal wieder zum Leben erweckt. Wir müssen dafür sorgen, dass das nicht wieder geschehen kann. Der Herzog lässt die Forscher der Magiergilde an diesem Problem arbeiten. Sie sollen herausfinden, wie Faulschuh ursprünglich starb. Wenn ihr helfen wollt, dann findet ihr sie am Glen Umbramoor, dem Schlachtfeld, auf dem Faulschuh das erste Mal starb. Eine Botin? Vielleicht aus Altfelden? Mit Neuigkeiten von dort? Wir haben gehört, dass Flüchtlinge aus Kamlorn die Stadt überschwemmt hätten. Das ist gut. Es war schlimm genug, Kamlorn zu verlieren. In der Zwischenzeit haben wir hier deutliche Fortschritte gemacht. Unsere Forschungen haben endlich zu ersten Ergebnissen geführt. Die Geister der Alessianischen Armee suchen diesen Ort immer noch heim. Es ist eine Ewigkeit her, dass hier die Schlacht beim Glen Umbramoor stattfand. Aber die Geister sind immer noch hier.
Faulchu, die Bestie, die Kamlorn verwüstete. Er hat hier gekämpft und er ist hier gestorben. Wir wollen erfahren, wie es vor all diesen Jahren dazu kam, damit wir ihn wieder töten können. Sarvid, unser Meister der Incunabula, hofft darauf, eine Vision heraufbeschwören zu können, die uns die Ereignisse um Faulchus Tod zeigt. Wir sammeln die mächtigsten historischen Artefakte, um diese als Fokus zu nutzen. Die Geister machen dieses Unterfangen allerdings schwierig. Die Generäle der Alessianischen Armee spielten eine entscheidende Rolle in der Schlacht beim Glen Umbramor. Ihre Waffen genügen, denke ich, sofern sie noch intakt sind. Falls ihr es schaffen könnt, ihre Waffen zu erlangen, dann sucht Sarvid auf. Er weiß, was dann zu tun ist. Ich könnte euch die grobe Geschichte erzählen, aber falls ihr tiefere Einsichten sucht, solltet ihr zu unserer Wissensbewahrerin Dalana gehen. Sie ist über dem Tor und überwacht die Bewegungen der Geister. Seht euch nur diese verlorenen Seelen an. Was treibt sie an? Warum kämpfen sie weiter? Natürlich. Was möchtet ihr wissen? Hier hat der Direni-Clan gegen den Alessianischen Orden gekämpft, um Hochfels vor diesen Eindringlingen zu verteidigen. Die Alessianer waren ihm zwar zahlenmäßig 3-1 überlegen, doch das hier war Direni-Land und der Clan setzte sich am Ende durch. Die Alessianer waren eine fundamentalistische Sekte, die den Einfluss der Elfen auf die Religionen Tamriels ausmerzen wollte. Wir denken, dass Faulchu einer ihrer Generäle war. Sie nannten ihn den Formwandler und den Unbesiegbaren. Nichts konnte Faulchu aufhalten. Die Soldaten, die er biss, verwandelten sich in Werwölfe und wendeten sich gegen die eigenen Verbündeten. Dieses Land hätte durch diese lykantropische Plage untergehen sollen. Doch jemand oder etwas hat Faulchu an diesem Tag getötet. Legenden erzählen davon, dass der namenlose Soldat Faulchu tötete. Es heißt, dies sei dem namenlosen Soldaten nur gelungen, weil er ein großes Opfer brachte. Die Direni siedelten vor langer Zeit in Hochfels. Sie waren uralte Hochelfen, die sich gemeinsam mit den örtlichen Bretonen gegen die alessianischen Invasoren stellten. So scheint es. Wir wissen nicht, wie der namenlose Soldat Faulchu besiegte, aber wir sind fest entschlossen, es herauszufinden. Direni wird diese Tore durchschreiten. Ist das klar? Die glauben, dass sie im Vorteil sind, oder? Wartet nur ab, bis ihnen ihr Plan um die Ohren fliegt. Zündet es an!
Sorgt dafür, dass die Truppen diese Befehle erhalten. Sie müssen bereit sein für das, was kommt. Stimmt wirklich. Faulschuh war so groß wie ein Baum, mit Krallen lang wie Zweihänder. Ja, ja. Und er hat Feuer gespien und Krieger mitsamt ihrer Rüstung gefressen. Habe ich alles schon gehört. Bagrun hier behauptet, dass Faulschuh bei weitem nicht so schlimm ist, wie alle sagen. Der arme Trottel kann eine Motte nicht von einem Mammut unterscheiden. Ah, die Fokusse. Die hier werden wunderbar funktionieren. Lasst mich nur rasch... Ich glaube nicht, dass das hätte abfallen sollen. Nun, diese Schwerter sind ziemlich abgenutzt. Ich bin aber sicher, wir haben noch ausreichend Material für das Ritual. Wenn alles gut läuft, sollten wir einen Blick in die Vergangenheit werfen können. Hoffentlich sehen wir, was mit Faulschuh geschehen ist. Findet heraus, wie die Direnni vor so langer Zeit in der Lage waren, die Alessianer zu besiegen. Und wenn etwas schief geht, dann werden wir eben sehen, was wir sehen. Natürlich, wir werden die gesammelte Essenz der Vergangenheit nutzen, wie sie sich in diesen uralten Waffen bündelt, um eine Art Fenster in die Geschichte aufzustoßen. Folgt mir! Jetzt finden wir vielleicht endlich heraus, wie Faulschuh besiegt wurde. Und vielleicht finden wir auch heraus, wie groß dieser Horker tatsächlich war. Hört mir zu. Ihr müsst mir zuhören. Julianos kleiner Teekessel. Wir haben es geschafft, glaube ich. Der Zauber hat besser gewirkt als erwartet. Wir haben nicht nur ein Fenster in die Vergangenheit aufgestoßen, sondern eine Tür. Die Luft selbst flirrt vor temporalen Verwerfungen. Irgendwo ganz in der Nähe steht eine Tür in die Geschichte offen. Wir müssen nur noch durch sie hindurchgehen. Ein Fragment aus der Vergangenheit, glaube ich. Etwas, das durch den Zauber in der Zeit nach vorn gezogen wurde. Wollen wir hoffen, dass wir nicht noch mehr in unsere Zeit gezogen haben. Jemand, der tapfer und kühn genug dafür ist, muss durch die Tür gehen, die wir geöffnet haben. Ich bin zu kostbar, um in der Vergangenheit verloren zu gehen. Und Bagrun würde mit seiner üblichen Tollpatschigkeit wahrscheinlich den Lauf der Geschichte verändern. Fragt Grala, was wir ihrer Meinung nach tun sollen. Wir haben einen Schrei gehört. Und dann breiteten sich magische Verwerfungen über das Schlachtfeld aus. Was ist geschehen? Sie sollten doch nur einen einfachen Weissagungszauber sprechen und mehr nicht. Sarvid hätte keine Portale in die Vergangenheit öffnen sollen. Mir gefällt das nicht. Zeitmagie ist kein Spielzeug. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Vielleicht birgt eine dieser Verwerfungen die Antworten, die wir suchen. Untersucht die Verwerfungen. Seht nach, ob es da draußen tatsächlich irgendein Portal gibt. Und achtet auf alles, was euch ungewöhnlich vorkommt. Wer weiß schon, was sie vielleicht alles aus der Vergangenheit geholt haben.
Ihr wollt in die Vergangenheit blicken. Ich kann euch dabei helfen. Ich kann euch zeigen, wie Faulchu bezwungen wurde. Wenn Faulchu auferstanden ist, dann muss er wieder sterben. Geht zur Krypta. Ich werde euch dort erwarten und euch zeigen, wie ihr das Geheimnis finden könnt, das ihr sucht. Ja. Zündet es an! Ich erinnere mich an diesen Ort. Hier begann es. Am Tag der letzten Schlacht. Wir gaben alles auf, um Faulchu zu töten. Ich soll verdammt sein, wenn ich zulasse, dass er wieder ins Leben tritt und die Welt erneut verflucht. Ich bin hier, weil jemand, den ich liebte, an jenem Tag alles geopfert hat, um sein Volk zu retten. Ihr sucht nach Antworten. Ich bin hier, um euch zu helfen. Und hoffentlich dafür zu sorgen, dass die Tragödie, die sich hier vor so langer Zeit abgespielt hat, nicht wiederholt. Diese Rüstung ist euer Schlüssel zur Vergangenheit. Sie gehörte meinem Liebsten und wurde an diesem Ehrenplatz vergraben. Faulchu wurde durch die Hand meines Liebsten getötet. Ihr werdet die letzten Augenblicke der Schlacht miterleben. Ihr werdet den Platz meines Geliebten einnehmen. Erlebt den Niedergang Faulchus so, wie er sich zugetragen hat. Aber seid vorsichtig. Ihr könnt die Ereignisse beeinflussen. Was auch immer ihr tut, könnte unerwartete Folgen haben. Ihr werdet nicht nur eine Vision sehen, sondern ihr werdet die Vergangenheit miterleben. Euer Handeln könnte das Schicksal aller um euch herum verändern. Das ist eine schwere Bürde. Doch es ist der einzige Weg, um an das Wissen zu gelangen, wonach ihr sucht. Legt die Rüstung an, wenn ihr bereit seid. Diese Rüstung birgt so viele Erinnerungen. Zieht euch jetzt an. Es gibt viel zu sehen und die Verbindung zur Vergangenheit wird nicht lange bestehen bleiben. Wenn Faulchu stirbt, wird die Rüstung euch wieder aus der Vergangenheit auswerfen. Ihr werdet unversehrt ins Hier und Jetzt zurückkehren. Ja, genau das wird passieren. Ich bin mir da sicher. Es war eine brutale, blutige Zeit. Die Alessianer waren auf einem heiligen Kreuzzug, um jeden Meer auszulöschen, der in diesem Land lebte und es seine Heimat nannte. Sie vernichteten alles, was auch nur die kleinste Verbindung zur Magie hatte. Würdet ihr beiseite stehen, während jene, die den Tod nicht verdient haben, von religiösen Eiferern hingerichtet werden?
Das bezweifle ich doch sehr, falls ich euch nicht völlig falsch eingeschätzt haben sollte. Wir haben getan, was richtig war. Und wir würden es wieder tun. Deshalb bin ich hier. Weise, gütig, mutig. Alles, was man sich von einem Gefährten nur wünschen kann. Aber ihr werdet es noch früh genug selbst sehen. Ich hoffe nur, dass das, was ihr erfahrt, euch auch in der gegenwärtigen Lage helfen wird. Da seid ihr ja, Liebster. Ich hatte mir schon Sorgen um euch gemacht. Warum seid ihr noch hier, Geliebter? Kommandant Parmion sammelt die Truppen für den letzten Angriff. Ihr seid sein bester Offizier und unser edelster Ritter. In einem solchen Augenblick solltet ihr an seiner Seite sein. Hat euch der Schlag auf den Kopf die Sinne verwirrt? Wir stehen kurz davor, das Blatt zu wenden und einen Angriff auf Faulschus Hauptquartier zu unternehmen. Kommt, mein Augenstern. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Die alessianischen Befehle natürlich. Sie sind entscheidend. Wir haben den Boten zwar aufgegriffen, doch er hatte die Befehle schon weitergegeben. Nun müssen wir alle feindlichen Leichen durchsuchen, bis wir die Befehle finden. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Alessianer uns so kurz vor unserem Sieg noch überrumpeln. Tut, was ihr tun müsst, um diese Befehle zu finden. Kommt dann zu mir ins Lager. Wir müssen uns unterhalten. Wurde höchste Zeit, dass ihr zurückkommt. Da seid ihr ja, mein Ritter. Habt ihr die Befehle? Hervorragend. Ihr seid eine Ehre für die Direni-Wache. Nun können wir einen ordentlichen Gegenangriff vorbereiten, um den drohenden alessianischen Überfall zu erwidern. Sie werden völlig überrascht sein. Ihr solltet diese Befehle dem Aileidenkönig zeigen. Er ist gerade eingetroffen und begierig darauf, ins Geschehen einzugreifen. Ja, er hat uns alle überrascht. Wir haben nicht erwartet, dass der letzte König eines sterbenden Volks auf dem Schlachtfeld erscheint. Aber er ist ein brillanter Taktiker und sein Rat ist gewiss sehr hilfreich. In der Zwischenzeit schicken wir Alanas Einheit los, um Faulschuh ein Ende zu bereiten. Was? Unsinn! Alana kann sich darum kümmern. Wenn ich diese Befehle richtig deute, werde ich euch brauchen, um unsere Verteidigung anzuführen. Aber wenn ihr wollt, dann sprecht ruhig mit Alana, bevor sie aufbricht. Nur macht schnell und vergesst nicht, mit dem König zu reden. Ich weiß, dass ihr Faulschuh verfolgen wolltet, aber ihr werdet noch viele Abenteuer beim Verteidigen des Lagers erleben. Ich verstehe eure Besorgnis, mein Augenstern, aber Befehle sind Befehle. Wenn einer von uns versagt, könnte diese ganze Schlacht verloren gehen. Doch hab keine Angst. Ich werde sicherstellen, dass Faulschuh uns nie wieder Sorgen bereiten wird. Wie? Er ist nur ein Mann, mein Liebling. Ich stecke mein Schwert ein paar Mal in ihn hinein, bis er umfällt. Und dann steche ich nochmal zu. Ich werde ihm nur wieder zurück sein und seinen Kopf vor mir als Trophäe schwenken.
Ich kann mir kein schöneres Geschenk vorstellen, um unsere neue Familie zu feiern. Später, mein Augenstern. Ich werde euch nach dem Kampf alles erzählen. Ich sollte euch derzeit nicht damit ablenken. Es sind allerdings nur die besten Neuigkeiten, das kann ich euch versprechen. Ich liebe euch, wisst ihr? Nun geht. Ein Kind der Bretonen, das für die Direnni kämpft? Etwas überraschend, aber angesichts der derzeitigen Umstände nicht wirklich ungewöhnlich. Einen Moment. Diese Rüstung. Ich habe schon von euch gehört. Man sagt, dass ihr kämpft, als hätte Auriel selbst euch gesegnet. Die Lage, wie sie sich auf dem Schlachtfeld entfaltet, verrät schon genug. Diese Befehle bestätigen meinen Verdacht nur. Die Alessianer planen, an unserer Verteidigung vorbeizuschlüpfen, um, wie sagt man noch, die Direnni mit heruntergelassener Hose zu erwischen. Was für eine kuriose Redewendung! Setzt die Direnni-Magie eurer Rüstung ein, um die verborgenen Schattenspäherinnen zu entdecken, bevor sie ernsthaften Schaden anrichten können, und schaltet sie dann mit allen verfügbaren Mitteln aus. Wirklich ganz einfach. Aber ich bin eigentlich sehr interessiert an euch. Diese alten Aileiden-Augen sehen viele Dinge. Zum Beispiel, dass jeder hier auf diesem Hof eine Aura der Lebenskraft ausstrahlt. Außer euch. Eure Aura fehlt. Ich kann nicht unterscheiden, ob ihr nicht richtig lebendig seid oder ob ihr nur eigentlich nicht hierher gehört. Ich habe solche Magie noch nie zuvor gesehen. Ehrlichkeit. Eine rettende Eigenschaft. Doch davon sprechen wir später, wenn die Lage weniger dringlich ist. Im Augenblick haben wir eine Schlacht zu gewinnen. Ich weiß euren Bericht zu schätzen. Hier werden wir unser letztes Gefecht schlagen. Die Alessianer sind nichts als Gesindel und ihre zahlenmäßige Überlegenheit spielt keine Rolle. Heute werden Faulchu und die Alessianer durch unsere Hand ihr Ende finden. Heute feiern wir unseren Sieg. Hauptmann.
Das Hauptquartier von Faulchu. Wir wurden überfallen. Umzingelt. Alana und die anderen. Es waren zu viele. Sie haben uns in Stücke gerissen. Ich bringe schlechte Kunde, Hauptmann. Kommandant Parmion ist tot. Kommandant Parmion beschloss, uns zu begleiten, doch es war eine Falle. Wir hatten damit gerechnet, nur auf Faulchu und seine Offiziere zu stoßen. Aber stattdessen hat gleich ein ganzer Zug auf uns gewartet. Wir konnten sie nicht aufhalten. Der Kommandant hat tapfer gekämpft. Aber sie haben ihn niedergemetzelt und Alana verschleppt. Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Wir gehen davon aus, dass Faulchu jeden Moment einen Großangriff ausführt. Es ist eine schwere Wahl. Ich denke, es sind noch genug von uns übrig, um Faulchu zu verfolgen. Aber wir müssen auch Alana retten. Ich weiß nicht. Wie lauten eure Befehle, Hauptmann? Das ist keine einfache Wahl, ich weiß. Ich beneide euch nicht. Aber egal, was ihr entscheidet, wir stehen euch bei. Ja, Hauptmann. Sie haben Alana den Weg hinter mir hochgeschleppt. Viel Glück. Wir werden Faulchu für euch erledigen. Was für eine Katastrophe. Ich hätte mit einer Falle rechnen sollen. Und jetzt ist Kommandant Parmion tot. Was ist mit Faulchu? Ihr habt sie ins Verderben geschickt. Ich lag falsch. Faulchu ist kein gewöhnlicher Mann. Ich habe ihm mein Schwert mitten ins Herz gebohrt und er hat es nicht einmal gespürt. Unsere Waffen können ihn nicht aufhalten. Die Soldaten werden keine Chance haben. Lasst mich nachdenken. Wartet mal eben. Die Art, wie er vor unseren Fackeln zurückgewichen ist. Feuer! Das ist die Antwort. Das muss es sein. Sagt es den anderen. Helft ihm. Wenn Faulchu nicht getötet wird, sind wir alle verloren. Jemand muss diese Information in unser Lager bringen. Falls Faulchu euch entwischt, müssen die restlichen Truppen wissen, wie man ihn tötet. Geht, mein Augenstern. Geht und schreibt Geschichte. Ah!
Lösch die verdammten Feuer! Höchste Zeit, alle Spuren dieser Direnni zu beseitigen! Noch mehr Direnni! Vernichtet diese Plagegeister! Jetzt! Euch in Stücke reißen. Gegen mich seid ihr nichts. Verwendet das Feuer! Paul Chu hat Angst vor den Flammen! Die Zeit kehrt in eure Zeit zurück. Ihr habt herausgefunden, dass Faulchus Schwäche das Feuer ist. Verwendet dieses Wissen weise. Betretet nun das nahegelegene Portal. Es wird euch nach Hause bringen. Thank you.
Willkommen zurück. Alles in Ordnung mit euch? Hattet ihr Erfolg? Warum starrt ihr mich so an? Aber sicher doch. Seid ihr sicher, dass ihr in Ordnung seid? Es spielt keine Rolle. Was ist geschehen? Feuer? Kann es wirklich so leicht sein? Alana hat das schon die ganze Zeit über gesagt, doch jetzt haben wir Gewissheit. Nun können wir die Schlacht zu Faolchu tragen. Und wir können sie gewinnen. Wo sollte sie sonst sein? Sie war es, die eure Mission genehmigt hat. Wisst ihr denn nicht mehr? Ich bin sicher, dass ihr euch schon noch an alles erinnern werdet. Zeitreisen können sehr belastend sein. Jedenfalls ist Alana im Lager. Geht und erzählt ihr, was ihr herausgefunden habt. Ja. Ihr seid zurück und es geht euch gut. Den Göttlichen sei Dank. Ich fürchtete, wir hätten euch verloren. Da seid ihr ja wieder und gerade noch rechtzeitig. Aber die Feierlichkeiten müssen leider warten. Faolchuls Truppen haben ganz Kamlon eingenommen und der Gegenangriff der Löwengarde gerät ins Stocken. Was stimmt nicht mit euch? Warum schaut ihr mich so an? Ihr wisst, dass ich eine Nachfahrin des Geistes bin, der vor euch erschienen ist. Behaltet einen klaren Kopf und erzählt mir, wie Faolchu ursprünglich getötet wurde. So geht die Geschichte, die in unserer Familie seit uralter Zeit überliefert wird, aber ich brauchte Beweise. Nun muss Kamlon es erfahren. Das, was ihr hier getan habt, hat alles verändert, wisst ihr? Vielleicht sogar mehr, als wir ahnen.